So, meine Freunde, schwarz oder rot, Ihre Einsätze bitte. Das ist die DAX-Analyse für, was haben wir denn? Donnerstag, den 2.7.2020 und nichts geht mehr. Gucken wir mal, was draus geworden ist, rot oder schwarz. Nichts. Immer nur zur Seite. Also ich weiß nicht, so langsam ist es eigentlich nicht mehr lustig, ja. Das ist schon fast ein bisschen frech, was er hier macht. Das hat mir gefallen, wie er auch runtergekommen ist. Ne? Auch, das hat eigentlich schön gepasst zu dem, was wir auch geschrieben hatten. Im Update auch, ne? Wenn er 11:30 Uhr dann nochmal unter 300 fällt, dann kann er sich runterwühlen bis 250, bis 200, 1,50 und sogar noch 12:060, 12:040. An der hat es dann aber gefehlt. Die ist nicht mehr gekommen. Ja, hat keinen Bock zu gehabt. Ne? Gab da relativ viele, die da auch noch sogar noch Short drinne waren und ihre Shorts nicht geschossen haben. Nicht sogar, als er dann angefangen hat, nach oben zu drücken, zu schieben, grüne Kerzen wieder zu generieren, viele noch im Short sitzen geblieben. Naja, und da hat er sich dann gedacht, wenn oben noch mal Fressen zu holen gibt, dann hole ich mir noch mal das Fressen und ist einfach wieder nach oben. Damit haben wir unten angetriggert. Nicht verwandelt. Fehlsignal Unterseite heißt immer Chance Oberseite. Die Chance hat er noch nicht wahrgenommen. Das könnte jetzt zum Donnerstag werden. Zum Donnerstag daher ein bisschen Spielraum einplanen. Oben wie unten. Wahrscheinlich oben und unten. Ich würde den Trigger sogar nochmal mitnehmen. Wir haben jetzt hier der liegt hier relativ schön auf dem Bollinger Band. Ich würde dann sogar wahrscheinlich denken, dass es ihm leichter fällt, dann runter zu gleiten. Und vielleicht sogar auch mal einen Ausbruch zu machen. Also wenn er das jetzt nochmal gerissen kriegt. Aber sie merken schon, das ist jetzt schon ein paar Tage jetzt. Da ist nicht viel dahinter. Macht nicht mit. Mitarbeit 6. Fleiß 5. Und was gab es noch für Verhaltensnoten? Ach, ist auch egal. So, kleiner Klassenkasper hier, unser DAX die letzten Tage und Wochen. Also, wir klemmen hier weiter fest. Die Bänder ziehen sich jetzt immer weiter zusammen. Das ist allerdings gut, ne? Wenn die Bänder sich zusammenziehen, die Bollinger Bänder, ist ein Zeichen, dass wieder Bewegung ansteht. Und die kann sich oben wie unten entladen. Wir befinden uns noch ein bisschen so in der Abwärtsroute. Da steht noch eine Abwärtsbewegung aus. Das kann schon noch kommen. Wird natürlich nur aber schwieriger, wenn er jetzt oben raus probiert. Und man muss zum Donnerstag, der hat unten halt ein Fehlsignal gesetzt. Das ist im DAX sehr oft so, dass auf der Oberseite dann auch noch ein Versuch kommt. Zumindest ein Versuch. Nicht, dass er klappt, aber ein Versuch auf der anderen Seite dann. Grundsätzlich muss man aber schon ein bisschen aufpassen. Spielt momentan nicht ganz gut mit, ne? Hat zum Mittwoch. Mittwoch sind typische Trendtage eigentlich oft, ne? Und nun gucken sie, was er daraus gemacht hat. Das ist eigentlich ein typischer Donnerstag gewesen, so vom Verhalten. Ne, obwohl kann nicht sein. Die Amerikaner haben, dass alles einen Tag vorgezogen ist. Also das ist eigentlich sowas, was man zum Donnerstag immer sieht halt, ne? Aber der Dienstag war ja jetzt nicht wirklich ein Trendtag, oder? Wo sind wir reingekommen? Ne, war es nicht. Weil ich glaube, die Amerikaner haben Freitag Feiertag, oder? Ist nicht irgendwie Handel geschlossen? Ich meine, heute irgendwo sowas gelesen zu haben. Gucken Sie da vielleicht selber auch nochmal ein bisschen nach. Da bin ich jetzt nicht ganz so sattelfest. Ich meine bloß, dass hier irgendwo wieder ein Feiertag ansteht, jetzt in Amerika, 4. Juli. Das ist ein Samstag allerdings. Kann mir vorstellen, dass man da am Freitag verkürzt handelt oder vielleicht sogar gar nicht. Ne? Schauen wir uns da nochmal rein. Das wäre dann jetzt auch für den Donnerstag wichtig. Ne? Kommen Sie, ich gucke schnell nach für Sie. Ja, ist Independence Day. Independence Day ist zu, ist Feierabend. Damit der Donnerstag jetzt der letzte Wochentag. Da wird am Freitag gar nichts gehen. Dann können Sie sich schon mal auf niedrig Vola hoch 10 einstellen. Sprich, jetzt zum Donnerstag nochmal die Möglichkeit, ein paar Punkte zu kratzen. Was sehen wir häufig am Donnerstag hoch, runter, hoch, runter. Na, Donnerstage können starke Trendtage sein, müssen dafür aber in Vorleistung gehen. Müssen bestimmte Punkte, also wir haben für sowas nehmen wir so eine Donnerstagsregel dann im Dienst, um einfach auszumachen. Wenn ich aber jetzt so sehe, wie also am Montag hat mich echt ein bisschen getroffen, weil das sah gut aus. Also ich habe jetzt hier, doch, wir haben sogar einen Short drin gehabt. Ich bin sogar befangen. Wir sind nämlich am Tag vorher sind wir schon reingezogen worden, hier mit dem kleinen Peak am Abend. Da hat er uns Short reingeholt, zumindest ist eine Order ausgeführt. Die haben wir dann gleich früh im Teilverkauf realisiert. Und
Und den zweiten Teilverkauf haben wir auch nicht, also den letzten haben wir nicht bekommen. Das heißt, die Position steht jetzt noch mit Stopp auf Einstand und wartet. Aber ich muss sagen, die ist mir eigentlich egal. Also dadurch, dass sie einen Teilverkauf auch gehabt hat, muss ich der jetzt nicht zurechtreden. Bin deswegen meiner Meinung nach jetzt nicht befangen und denke auch nicht für meine Position. Ich denke schon, der kann auch oben auch gut raus. Also so rein aus dem neutralen Blick, warum nicht? Es war ein Fehlausbruch unten. Aber es wäre für einen Donnerstag, puh, eher üblich, jetzt Fehlausbruch oben, dann wieder runter, dann irgendwie zur Seite. Wenn natürlich jetzt jeder damit rechnet, dann schafft er vielleicht doch mal ein bisschen Strecke. Muss mal ein bisschen gucken, wie die Stimmung so drauf ist. Ich würde die Trigger einfach so stehen lassen. Im Zweifel mit dem Signal trotzdem mittraden, auch auf das Risiko hin, dass es ein Fehlsignal wird, halt einfach ein bisschen schneller absichern. Dann kommt man da vielleicht auch ein bisschen davon. Und ansonsten halt Geduld. Und sowas hört auch immer wieder auf. Ne? So eine Phasen, die gehen auch wieder. Das ist nicht immer so. Das bleibt auch nicht immer so. Es gibt schon so Phasen, das haben wir immer wieder. Da können Sie noch ganz froh sein momentan, dass da so viel Bewegung drin ist. Ne? Also ich kann mich noch gut und gerne erinnern an so Zeiten, da haben wir genau so eine Woche gehabt. Hier 1, 2, 3 Wochen, die gleiche Spanne. Aber da ging es nicht zwischen 12.400 und 12.200 hin und her. Oder zwischen 12.100. Da ging es zwischen, ich weiß nicht, welcher Tausender das war oder welcher Hunderter war, aber da war auf der ganzen Woche eine Spanne von 50 bis 75 Punkte. Auf der ganzen Woche. Da ging es einen Tag 10 hoch und 20 wieder runter. Das gibt's. Und das war nicht nur einmal so, ne? Also diese hohe Vola-Phase. Gerade auch für die, die jetzt neu dabei sind, die das gar nicht noch kennen, wie das früher auch mal war, wenn auch ein VDAX mal unten bei einer 12, an einer 11, an einer 10 steht, ne, wie sich ein Markt so verhält, da ist schon auch viel, viel, viel Platz zum Runterkühlen, zum Runterfahren, zum Vola rausnehmen. Eigentlich typisch im Sommerloch halt, ne? Möglicherweise sind wir auch vielleicht einfach dort. Und ja, aber. Deswegen, ich würde trotzdem erstmal dem Signal noch den Vorrang geben. Ich würde es, glaube ich, sogar auch probieren. Aber trotzdem, einen klaren Stopp setzen, nicht zu eng, auch absichern. Und wer sich sagt, ich habe da keinen Bock drauf, lassen Sie ihn halt rausrennen. Dann warten Sie, bis er draußen ist und halt nicht wieder komplett zurückkippt. Ja, wenn er einen Tag mal richtig rausgestellt kriegt, ja, hat er auch ein bisschen mehr gute Karten, dann auch durchzuhalten. Ja, und ansonsten kann ich nicht viel sagen, außer. Das wird wieder. Es ist halt einfach, es ist doch zum Kotzen. Das geht doch allen so. Da stöhnt doch jeder momentan. Gibt ganz wenige, die ja Happy und Hurra schreien. Das ist einfach so. Das gehört aber auch dazu. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, dass man seine Setups immer wieder auch an Marktphasen orientiert und nicht immer punktuell guckt, dass letzte Woche hat das super geklappt, jetzt behalte ich das immer bei und mache immer mehr Einsatz. Und dann kommt hier ein Phasenwechsel, also einfach eine andere Phase. Jetzt sind wir gerade in einer Seitwärtsphase. Und dann klappt das eine oder andere nicht mehr halt. Jetzt muss ich immer wieder bewusst machen. Jedes Setup funktioniert so in seiner speziellen Marktphase gut. Die eine Technik funktioniert besser im Abwärtsmarkt, die andere Technik besser im Aufwärtsmarkt. Manche Techniken funktionieren ausschließlich nur in Seitwärtsmärkten. Auch dieses Nachkaufen im Minus. Dieses ohne Stopp handeln, das sind Sachen, die funktionieren in so einer Phase wunderbar. Da werden sie so verwöhnt, da werden sie so unterm Kinn gekrault, da werden sie so in Sicherheit gewogen, dass das immer klappen wird und sie in schnurstracks 10 Tagen schon zum Milliardär wären. Ne, und dann kommt so eine richtig lange Powerstrecke. Ne, weil Phasen wechseln sich immer ab. Nach seitwärts folgt wieder Trend und das können durchaus dann 500, 700, 1200, 1500 Punkte am Stück sein. Na, und da zerrupft es dann alle, die irgendwo ohne Stopp drinne sitzen. Da zerrupft es alle, die im Minus nachkaufen. Und dann sind die ganzen Gewinne wieder weg, die hier in 3 Wochen mühevoll aufgebaut haben. Und dann ärgern sie sich. Und ja, das einfach nochmal für den Hinterkopf, ein bisschen für den Fall der Fälle, der ein oder andere kommt da gerade auf komische Ideen. Und Sie merken schon, ich kann eigentlich gar nicht zum Chart sagen, wir sind schon länger fertig, wir quasseln hier nur um den Brei drumherum, gucken mal noch in den Tageschart und dann machen wir hier die Kiste auch schon wieder zu. Muss ich Sie nicht länger nerven, nötigen und dingsen und da sehen Sie auch, Wurst. Super Vorlage nach oben gewesen. Eigentlich aus dem Tageschart her müsste jetzt ja unten raus eigentlich nochmal was probieren, denn er hatte eine Vorlage oben raus und hat sie nicht wahrgenommen. Buh, Buh DAX, schlecht. Und ja, was passiert halt nichts. Was soll ich denn hier machen?
kann ihn den auch nicht hochzaubern. Ich kann es mal probieren. Lass ich mir hier so ein. Meine Schwester hat früher mal Bibi Blocksberg gehört. Als Kassette. Das muss ich mir mal im Urlaub mit antun. Hex, Hex. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere. Ja, nee, ich kann nicht zaubern. Tut mir leid. Die 200-Tage-Linie, die beschäftigt uns weiterhin immer wieder dran, immer wieder da. Und das ist auch was, das können Sie sich ruhig mal merken. Das hat mir mal ein Kollege früher gesagt. Ich habe da nie drauf geachtet. Aber so an gleitenden Durchschnitten, 200 gleitenden Durchschnitten, neigt der Markt immer wieder zu Seitwärtsphasen. Das ist auch sogar gar nicht so untypisch, auch wenn ich nie drauf warte. Und ich selber auch immer in Seitwärtsphasen. Schon etwas auch Kotze. Na, das muss man mal so sagen. Also, Freunde, okay, wir machen hier einen Haken dran. Video aus, Klappe zu. Die alten Leiern kennen Sie. Die Ziele, die sind alle gleich. Die sind unverändert. Na, das ist. Ich erzähle Ihnen das jetzt schon seit fast 2 Wochen hier. Immer die gleichen Bereiche. Wichtig ist die 400, 435, 370. Unten wichtig 300, 330. Darunter wichtig die 200. Darunter die 150. Die unten die 12,060, 12,040. Immer wieder wichtig. Und alles, was dann tiefer geht, gibt einfach Chancen Richtung 11.800, 11.500. Wo dafür muss er anteasern. Oben gleiche Soße, 600 erreichbar, wenn die ganzen 400er Knacker rauskriegt. Die 475 bleibt weiterhin im Fokus. Die 600, genau, und darüber haben wir dann 800 und hier eben diese 925 bzw. die 69. Das war, haben wir, glaube ich, hergeleitet, ne? War ein Fibonacci Retracement oder sowas aus der Bewegung. Genau. Okay, ja, nee. Sie kennen es, Sie sollten es kennen. Ich wünsche viel Erfolg und bis morgen. Tschüss.